C-Crowds. Moin Moin und willkommen hier zurück auf dem C-Crowds Kanal zur Schiffsvorstellung der Daring. Der T-10-Zerstörer der britischen Royal Navy hat es ins Spiel geschafft. Mit dem Patch 0710 ist es im Spiel verfügbar, der Dampfer. Und ja, wir haben natürlich die Live-Server-Daten für euch, wie es jetzt hier auf dem Live-Server ist. Und ja, wie ihr gewohnt seid, bekommt ihr bei uns ein bisschen was Historisches. Bei dem Schiff leider nicht so viel wie sonst. Dann bekommt ihr natürlich die Werte im Vergleich zu anderen Schiffen. Ihr bekommt die Signale, ihr bekommt also sinnvolle Signale mit auf dem Weg. Ihr bekommt die Verbesserung, die man einbauen sollte. Und ihr bekommt sinnvollen Kapitänskill. In der Reihenfolge werden wir uns jetzt durch das Schiff arbeiten und es eben vergleichen. Also, man kann sagen, dass die Daring die Krone der konventionellen Zerstörerentwicklung bei dem britischen Royal Navy ist. Und ja, eine Weiterentwicklung der Jutland. Und die Jutland war ein Zerstörer, das ist ja auch im Spiel, der T9-Zerstörer ist quasi ein Zerstörer, in den alle Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg geflossen sind. Und da die Daring eine Weiterentwicklung ist, ist das quasi der beste DD der britischen Royal Navy im Spiel, sozusagen. So könnte man das sagen. Und so, jetzt kommen wir direkt gleich zu der Interpretation des Zerstörers von Wargaming im Spiel. Ich habe leider nicht viel mehr an historischen Sachen zu diesem Zerstörer gefunden. Es wurde in den 70er Jahren abgewrackt, das kann ich jetzt noch sagen. Aktuell mehr Informationen habe ich leider nicht. Ihr könnt gerne mir in die Kommentare unter diesem Video noch ein paar Informationen zu Daring schreiben. Dann erfasse ich die vielleicht noch mit in der Beschreibung. Das wäre dann noch ganz sinnvoll, aber ja, mehr habe ich leider aktuell nicht. Fangen wir direkt an mit der Überlebensfähigkeit. Wir haben 20.800 Trefferpunkte und wir vergleichen heute mit der Yuyang Z52 und der Harugumo. Diese drei DDs habe ich mir noch mit rausgesucht. Alles T10 DDs von verschiedenen Schlägen, sozusagen verschiedene Nationen. Und ja, das soll so ein bisschen daherhalten, um sie so ein bisschen einzusortieren, in welche Richtung die Daring dann geht. Soll euch auch Anhaltspunkte geben, ob der DD was für euch ist oder eben halt nicht. So, Yuyang 18.500 Trefferpunkte, die Z52 20.300 Trefferpunkte und die Harugumo hat da so ein bisschen die Krone auf mit 25.600 Trefferpunkten. Das heißt aber, im Vergleich zu diesen vier DDs ist die Daring so in dem vorderen Drittel der DDs von den Trefferpunkten her mit 20.8. Die Panzerung ist hier mit 19 mm ringsrum und hier oben haben wir eben 13 mm. Nichts Besonderes bei den britischen Zerstörern oder überhaupt bei Zerstörern. Ihr habt ja da immer nur so ein kleines Metallkleid, sage ich es mal, relativ dünne Panzerungskleid dabei. So, und dann kommen wir zur Artillerie. Die vergleichen wir natürlich auch. Hier auf dem Schiff sind verbaut drei Türme, zwei vorne, einer hinten mit zwei Rohren jeweils. Jedes Rohr hat 113 mm. Und dann kommen wir gleich zu dem ersten Punkt, bevor wir weiter auf die Werte eingehen. 113 mm, wichtig, ihr habt hier zwar einen britischen Zerstörer, aber die Penetration der HE-Granaten bei britischen Zerstörern beträgt nur ein Sechstel und nicht ein Viertel, wie das bei den britischen Kreuzern und bei den britischen Schlachtschiffen ist. Ihr habt hier nur ein Sechstel Penetration, das bedeutet effektiv, dass ihr hier, ganz kurz zur Rechenvariante sozusagen, ihr VE skillen müsst. Ihr müsst die Zündverzögerung der Sprenggranaten hiermit unbedingt in die Kapitänskills mit einfließen lassen, weil ihr sonst das Problem habt, dass ihr kaum irgendwie vernünftig Schaden macht. Das ist ein bisschen nervig bei der ganzen Geschichte, weil euch vier Skillpunkte quasi vorgegeben werden von Wargaming. Also 113 mm durch 6 sind 18,83 mm. Abgerundet auf den ganzen Millimeter sind 18 mm. 18 mm ist die sogenannte Splitterschwelle. Ja, da zersplittern die Projektile ohne Schaden zu machen. Ihr müsst dann noch 1 mm abziehen und dann habt ihr die sichere Penetration. Ja, 17 mm, da penetriert ihr mit euren HE-Granaten. Und das ist natürlich jetzt nicht besonders viel, weil wenn wir uns hier die ganze Panzerung nochmal ein bisschen angucken, dann seht ihr, dass hier die Aufbauten 13 mm haben, aber der Rumpf hier schon 19. Wenn ihr also 17 mm Penetration habt, könnt ihr auf den Rumpf schießen, wie ihr wollt, und ihr macht da nichts. Ja, also könnt ihr nur die Aufbauten treffen. Und das war es eigentlich schon. Es gibt keine anderen Schiffe, die 13 mm Aufbaupanzerung haben. Kreuzer haben 19 oder 17 mm und Schlachtschiffe 19 mm. Das heißt, um vernünftig Schaden zu machen, weil es ist sowieso schon schwer, nur die Aufbauten bei einem Zerstörer zu treffen und eigentlich auch irgendwie wenig sinnvoll, dann müsst ihr schon IFAE mit reinbauen, denn das erhöht eure Splitterschwelle oder eure Penetrationsfähigkeit um 30%, besser gesagt. Ne?
dann kommen wir nämlich auf 23,4 mm, abgerundet auf einen ganzen Millimeter. 23 mm wäre dann die Splitterschwelle. Das heißt, sichere Penetration gibt es bei 22 mm, und damit seid ihr dann voll in der Range für alle anderen DDs, Aufbauten bei Kreuzern und Aufbauten bei Schlachtschiffen. Und darum IFAE als Zwangsskill schon mal im Kopf, ja, einmeißeln, hinterlegen, so könnte man das sagen. Gut, gehen wir die Werte weiter durch. Ladezeit 2,5 Sekunden, das schnellschießende DD im Spiel aktuell. 2,5 Sekunden, so schnell kann kein anderer DD nachladen ohne Skill. Wir kriegen die 2,5 Sekunden nämlich nachher noch runtergeskillt. Das kann runtergehen bis circa 1,6 Sekunden. Wenn ihr Adrenalinrausch nachher auch noch mit drauf habt, dann habt ihr alle 1,6 Sekunden bis zu 6 Mumpeln in der Luft. Das ist natürlich absolut hammermäßig. Aber der Reihe nach. Also 2,5 Sekunden die Ladezeit, Turmdrehzeit 7,2 Sekunden. Ihr habt drei Türme, die drei Türme drehen sich alle um 360 Grad. Das heißt, ihr habt permanent die Türme im Ziel. Dann haben wir 1700 Alpha Damage, 8% Brandwahrscheinlichkeit ist ein sehr, sehr hoher, sehr, sehr guter Wert. Vor allen Dingen auch bei der, ja, Häufigkeit, wie ihr schießen könnt, ne? Also 2,5 Sekunden, dann 8% Brandwahrscheinlichkeit, das ist natürlich super genial. Und ihr habt eine Alpha Damage AP 2100 und eine Feuerreichweite von 12,8 Kilometer. Der Schussbogen ist doch relativ ähnlich wie bei britischen Schiffen. Der ist ein sehr, sehr hoher Bogen. Ihr seht hier die Projektilgeschwindigkeit 746 Meter die Sekunde, die Harugumoa 1000 Meter die Sekunde. Also das ist ein viel direkterer Weg, während dieses Projektil doch relativ langsam fliegt. Ihr müsst weit vorhalten. Das ist eine Sache der Gewöhnung, um es mal so auszudrücken. Wie stehen wir denn im Vergleich da? Also Brandwahrscheinlichkeit bei der Yugumo 6%, Z52 7%, Harugumo 5%. Der AP-Schaden bei der Z52 ist mit 3000 höher. Sonst ist der AP-Schaden mit 2,1, den die Daring hat, ja quasi der Durchschnittswert. Ne? Yuyang hat 2,1, viele andere Zerstörer haben 2,2, 2,1. In dem Bereich sind sie eben unterwegs. Der HE-Schaden mit 1700 ist, ja, hier auch im vorderen Feld zu finden. Die Yuyang hat 1800, Z52 hat 1500, Harugumo 1200 Alpha Damage bei HE. Das ist so, naja, ein Wert, den man immer wieder findet. Ist klassisches Mittelfeld, keine besonders gute Leistung. Die Brandwahrscheinlichkeit ist das, was man eigentlich herausheben kann. Dann hat der DD zwei Torpedowerfer A5 Rohre, 533 mm, Torpedoreichweite 10 km, Geschwindigkeit 62 Knoten. Besonders beim Torpedowerfer hervorzuheben, wie bei den anderen britischen DDs auch, ihr habt einen Einzelabwurf. Das heißt, ihr könnt diesen Werfer, da könnt ihr quasi genau einzeln die Torpedos abwerfen und müsst aber immer dran denken, dass ihr einen ganzen Werfer leer macht. Wenn ihr ihn nicht leer macht, wird er nicht nachgeladen. Er wird erst dann nachgeladen, wenn der komplette Werfer leer ist. So, Torpedogeschwindigkeit 10 Kilometer, Reichweite 10 Kilometer, Geschwindigkeit 62 Knoten. Das ist natürlich jetzt nicht so outstanding. Die Reichweite ist die kürzeste in unserer Vergleichspalette. Yuyang kommt 13,5, Z52 10,5 und die Harugumo 12 Kilometer. Dann haben wir natürlich noch so was wie eine Shimakaze, die viel weiter torpen kann, auch einen vernünftig sehr viel höheren Schaden hat. Das ist so ein bisschen halt, naja, ein Midfielder in dem Bereich. So ähnlich wie die deutschen Idees so ein bisschen, bloß nicht ganz so aggressiv. Ja, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Wir haben jetzt hier 16.767 Alpha Damage, während der deutsche DD 14.400 hat, aber die Torpedogeschwindigkeit ist viel, viel höher mit 69 Knoten. Ja, wir haben also hier ziemlich langsam schwimmende Torpedos über 10 Kilometer mit einem leicht erhöhten Schaden. Ja, 17.900 ist der Alpha-Damage bei der Yuyang mit den Tiefwasser-Torpedos und die Harugumo hat 23.767 Schaden. Das ist natürlich typisch Japan, die die stärksten Torpedos im Spiel haben. Gut, kommen wir zur Flugabwehr. Die Flugabwehr ist, ja, doch was Besonderes, denn die britischen DDs sind bei der Flugabwehr relativ weit vorne mit dabei. Als Vergleichswert fällt mir jetzt die Kit ein auf T8, die eine sehr gute Flugabwehr hat. Also wenn hier die Daring im Nebel steht und Flugzeuge aufgeklärt werden von euren Kollegen, dann könnt ihr mit eurer Flak durchaus vernünftig Schaden machen. Wir kommen da gleich noch zu. Schießgrundausbildung ist auch so ein Skill, den man meiner Meinung nach hier raufskillen sollte. Und deswegen wird sich da der Wert der Flugabwehr sogar nochmal verbessern. Ja, wir haben hier eine Reichweite von 5 Kilometer und wir haben dann eine Reichweite von 3,5 Kilometer. Der Schaden ist mit 63 und 53 mit, pro Sekunde angegeben. Es ist, denke ich mal, ganz in Ordnung für einen Zerstörer.
So, Manövrierfähigkeit 35 Knoten, Wendekreis 630 Meter, Ruderstellzeit 4,6. 35 Knoten ist jetzt nicht gerade besonders schnell, gerade auch deswegen, weil ihr keinen Motorboost habt. Manko der britischen Zerstörer ist nämlich, dass ihr solche Verbrauchsmaterial überhaupt nicht verbauen könnt, außer bei der COSAC. Die COSAC hat Motorboost, diese anderen DDs haben sie komplett alle nicht. So, dann also die Forschungsbomben-DDs, ne? Der Wendekreis 630 Meter ist ziemlich weit vorne mit dabei. 620 Meter hat die Yuyang. Alle anderen DDs in unserem Vergleich, Z52, Harugumo, haben einen größeren Wendekreis. Das heißt, sie sind weniger manövrierbar. So, Ruderstellzeit 4,6 Sekunden, ohne irgendwelche Verbesserungen eingebaut. Klingt das erstmal träger, ja, aber die Harugumo hat 5,5 Sekunden. Die Z52 hat 4,5 Sekunden, ist also quasi zeitgleich. Ja, und die Yuyang ist da Spitzenreiter in unserem Vergleich hier mit 3,1 Sekunden. Ihr könnt ja nachher noch Steuergetriebe-Modifikationen einbauen, dann kommt er runter auf 3,7 Sekunden ungefähr. Und ja, dann fühlt sich der britische Zerstörer eigentlich doch recht manövrierbar an. Die Fechte, die ich bis jetzt damit hatte, also gar nicht so wenig mit 54.000 EP, da muss ich ganz ehrlich sagen, durch die Kürze des Schiffes, durch die Kompaktheit des Schiffes, kommt einem die Manövrierbarkeit doch sehr, sehr angenehm vor. Meine persönliche Empfinden. Und dann kommen wir schon zur Verborgenheit. Verborgenheit 7,6 zu Wasser. Das ist ein relativ hoher Wert, aber nicht der höchste. Also Z52 geht weiter auf 100 Meter, 7,7 Kilometer, Harugumo 7,9 Kilometer sogar. Und die Yuyang ist besser getan, die hat 7,4 Kilometer. Wenn ihr alles geskillt habt bei diesem Zerstörer, kommt ihr auf 6 Kilometer, also mit Tarnung, mit Tarnungsmeister, mit Tarnsystemmodifikation und eben der Lacke. Dann habt ihr alles zusammen und dann kommt ihr auf 6 Kilometer Sichtbarkeit. Das ist natürlich nicht gerade ein Bestwert, ja. Also die Z52 hat 6,1, wenn alles eingebaut ist, aber bei der Yuyang seid ihr dann natürlich schon deutlich unter 6 Kilometer. Das heißt, da ist der Unterschied dann so 300 Meter und das ist dann doch schon ganz schön krass, um es mal so auszudrücken. Das war mal besser, das haben sie ja erst kurz bevor das Schiff released wurde auf dem Live-Server nochmal verändert, diese Werte. Die haben sie knapp um 400 Meter hochgepusht. So, zur Erkennbarkeit zur Luft 4,3 ist, naja, mehr oder weniger ein Durchschnittswert zu allen anderen DDs. Und dann haben wir hier das Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel, geht ihr 2,6 Kilometer weit auf. Wenn ihr im Nebel steht, müsst ihr diesen Wert im Hinterkopf behalten. Ist ein Schiff näher als 2,6 Kilometer oder genau 2,6 und näher dran, geht ihr auf jeden Fall auf. Das ist eine fixe Erkennbarkeit sozusagen, auch wenn ihr dann halt im Nebel steht. So, da sind wir jetzt quasi durch mit den Werten zu diesem Dampfer. Kommen wir doch gleich zu den Verbrauchsmaterialien. Fangen wir da an. Was könnt ihr hier einbauen? Und da seht ihr schon eine Besonderheit. Also, Schadensbegrenzungsteam, Wirkungsdauer 5 Sekunden, Ladezeit 40 Sekunden. Ihr habt hier Standardverbrauchsmaterial, hat dann 60 Sekunden. So, dann kommt der Nebelwerfer. Und der ist typisch britisch, auch wieder was man sich da ausgedacht hat. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 10 Sekunden. Also ihr drückt auf den Knopf, 10 Sekunden wird Nebel ausgeworfen. Die Dauer der Nebelwand, die ihr auswerft, steht 40 Sekunden. Das heißt, ihr steht maximal 50 Sekunden im Nebel. Ihr habt hier eine Ladezeit von 105 Sekunden, wie bei allen anderen Forschungsbaum-britischen Zerstörern. Ja, hat das Standardverbrauchsmaterial seit dem Patch 0710 105 Sekunden, bis ihr diese Sache wieder einsetzen könnt. Nebelerzeuger 2 hat dann 70 Sekunden, das heißt, ihr habt 1 Minute 10 Sekunden, bis ihr den Nebelerzeuger wieder nutzen könnt. 50 Sekunden seid ihr im Nebel, also habt ihr 20 Sekunden, die ihr nur überbrücken müsst, bis das Verbrauchsmaterial dann wieder einsetzbar ist. Und ihr könnt ja dann mit den Flaggen November Foxtrot diese Sachen alles nochmal ein bisschen pushen, dann ist der Nebel schneller wieder parat. 5 respektive 6 Aufladungen. Dann kommen wir zur Hydroakustik. Besondere Hydroakustik ist das. Ihr habt nämlich Ortung von Torpedos 3 Kilometer, Ortung von Schiffen 3 Kilometer. Die Stehzeit, also die aktive Zeit, besteht 3 Minuten. Drückt ihr einmal auf den Knopf, habt ihr 3 Minuten alles um euch erkannt sozusagen auf 3 Kilometer. Ja, das kann man sich quasi merken. Torpedos und Schiffe gehen 3 Kilometer weit auf. Das heißt, ihr erkennt feindliche Schiffe auch bevor sie in diese 2,6 Kilometer, wenn ihr im Nebel steht, ne, und feuert, erkennt ihr sie 400 Meter vorher, bevor sie quasi zu nah an euch rankommen, um euch selbst zu entdecken.
Das ist also auch eine vernünftige Geschichte. Ihr habt zwei respektive drei Aufladungen. Bei dem Premium-Verbrauchsmaterial ist die Ladezeit 120 Sekunden, also 2 Minuten, bis ihr Hydro wieder einsetzen könnt. Und dann kommen wir zur Reparaturmannschaft, weil das ist eine Besonderheit des Schiffes. Ihr habt eine Reparaturmannschaft dabei und könnt damit Schaden, den ihr genommen habt, zum Beispiel durch Brände, besonders gut wiederherstellen. Und zwar mit 208 Trefferpunkten pro Sekunde. Die ganze Geschichte ist 10 Sekunden aktiv, dass ihr stellt 2080 Trefferpunkte wieder her, im besten Fall. Wenn ihr dann noch die Flagge für die Reparaturmannschaft raufbaut, dann stellt ihr sogar 2490 Trefferpunkte her, also 249 Trefferpunkte pro Sekunde. So, Ladezeit 120 Sekunden und 80 beim Premium-Verbrauchsmaterial. Ihr habt ein respektive zwei Aufladungen. So, dann kommen wir zu den Verbesserungen, die ihr einbauen könnt. Ganz vorne, Hauptbewahrungsmodifikation ist für mich da eine ganz klare gesetzte Sache, gibt keine Alternative dazu. Dann geht's zu Slot 2, Schadensbremsungssystemmodifikation, Antriebs- oder Steuergetriebemodifikation. Habe ich schon bei allen DD-Vorstellungen gesagt, Schadensbremsungssystemmodifikation macht da wenig Sinn. Ihr müsst möglichst eure Module, die ihr im Schiff habt, also Steuergetriebe, Antrieb, die müsst ihr lange am Leben erhalten. Hier habt ihr nur die Wahl zwischen Antrieb- oder Steuergetriebemodifikation. Ich habe mich für Antrieb entschieden. Ja, aber hier kann man ganz klar sagen, ihr könnt euch frei entscheiden zwischen Steuergetriebe und Antriebsmodifikation. Slot 3, Hauptbatteriebe-Modifikation 2, das erhöht die Drehgeschwindigkeit um 15%, verlangsamt aber die Nachladezeit, würde ich hier definitiv nicht einbauen, weil ihr mit der Drehgeschwindigkeit schon ganz, ganz weit vorne mit dabei seid. Ihr könnt hier auf Flak gehen, macht meiner Meinung nach jetzt auch nicht so viel Sinn, weil ihr in der Regel nicht da seid, um Flugzeuge zu bekämpfen, sondern ihr wollt natürlich eine möglichst geringe Streuung eurer Granaten erreichen und eine Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer erhöhen, nämlich um 20%. Und das ist dann halt ganz klar, nämlich Zielsystemmodifikation. Daraufhin sind wir ausgerichtet. Wir hatten vorher 111 Meter, haben jetzt 103 Meter auf Kampfentfernung 12,8 Kilometer. Das ist jetzt die horizontale Streuung. So, dann kommen wir auf Slot 4. Da gibt es natürlich die Wendigkeit als ganz wichtiges Attribut bei Zerstörern. Steuergetriebe-Modifikation 2 ist quasi Pflicht. Wir haben jetzt 4,6, haben jetzt dann 3,7 Sekunden für die Ruderstellen, bis ihr quasi den Ruderausschlag voll erreicht habt, ne? Oder halt wieder auf 0 zurückgestellt habt, so eine Sachen. Also, das ist eine sehr wichtige Geschichte. Dann bei Slot 5, meiner Meinung nach, ganz klar gesetzt, Tarnsystemmodifikation, ihr wollt möglichst spät aufgehen, habt euren Erkennbarkeit dann jetzt schon mal von 7,6 Kilometer auf 6,8 Kilometer runtergedrückt und dann geht's weiter. Und hier habt ihr dann wieder die Wahl, wie ihr euren DD lieber fahren wollt. Entweder ihr baut die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 ein, das reduziert die Ladezeit um 12 Sekunden, dann seid ihr nämlich nachher mit dem Kapitänskill zusammen, also Schießgrundausbildung, bei 2 Sekunden. Was ich persönlich bevorzuge. Die Drehgeschwindigkeit der Türme wird um 13% erhöht. Ihr werdet jetzt gleich sehen, ich werde sie nämlich einbauen. Ihr habt jetzt 7,2 Sekunden und 2,5 Sekunden Ladezeit. Wenn ich jetzt diese Modifikation einbaue, geht das hoch auf 8,6 oder 8,3 Sekunden. Macht also den Kohl nicht fett, gerade weil die Türme um 360 Grad drehen, habt ihr trotz alledem so gut wie immer die Türme eigentlich im Ziel. Ich habe noch keine Situation erlebt, wo die Türme nicht ausreichend schnell waren, um die DDs zu erfassen. Von daher, die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 macht Sinn. Der nächste Sinn, den man machen könnte oder einsetzen könnte, die Torpedowerfermodifikation 3. Eure Ladezeit reduziert sich um 15%. Wenn ich dann mal gucke, ihr habt 120 Sekunden, das heißt 10% sind 12 Sekunden, das sind 18 Sekunden weniger. Also dann habt ihr noch 102 Sekunden Nachladezeit bei den Torpedowerfern. Wenn ihr gerne auf Torpedowerfer-Variante fahrt, obwohl ihr 6 Kilometer weit zu entdecken seid, dann solltet ihr Torpedowerfer-Modifikation einbauen. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, die Feuerlademodifikation einzubauen, damit ihr weiter schießt. Das erhöht natürlich auch die Streuung, aber ihr kommt dann halt deutlich weiter von der Reichweite her. Ich persönlich finde mit 12,8 Kilometer das eigentlich schon ziemlich gut. Vor allen Dingen dürft ihr eins nicht vergessen, der Bogen, der Schussbogen ist ziemlich weit und also ziemlich hoch. Also bis die Granaten dann irgendwo mal ankommen, ist das Schiff vielleicht schon am ganz anderen Kartenende. Und ihr habt dann hier die Flak-Möglichkeit. Wie gesagt, zur Flak habe ich schon gesagt, meiner Meinung nach nicht die Priorität eines Zerstörers. Ich würde sagen, die ersten beiden Punkte sind die Entscheidung, die ihr treffen müsst. Hauptbewaffnung oder Torpedowerfer-Modifikation 3 und ich entscheide mich hier ganz klar für die Hauptbatterie, weil wenn ihr aufgeht und im Gunfight seid, dann macht das eben den Unterschied aus. Wie schnell könnt ihr nachladen?
ja, und wie gut trefft ihr mit IVE in Verbindung. Ihr seht es jetzt, wir sind jetzt bei 8,3 Sekunden, haben 1,1 Sekunden Turmdrehzeit verloren und haben dafür 0,3 Sekunden Ladezeit gewonnen. Das ist effektiv. In dem Kampf gegen andere Zerstörer machen 0,3 Sekunden bei jedem Schuss echt eine Menge aus und deswegen ist das für mich ein sehr, sehr sinnvoller Skill. So, oder ein sehr, sehr sinnvolles Modul, um es so auszudrücken. Kommen wir zur Tarnung. Sinnvolle Tarnung. Ihr könnt euch eine Typ 20 D-Ring-Lackierung holen, die dann die Reparaturkosten und so weiter verringert um 50%. Ich habe sie mir gegönnt, weil ich den Zerstörer definitiv häufig fahren werde, weil mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Und ja, die Standardwerte sind hier minus 3% zu Wasser, plus 4% der Gegnergranaten an Streuung. Dann haben wir Kreditpunkte im Gefecht 20% erhöht und 100% EP. Ja, also kann man mitnehmen. Die EPs bei T10 brauchst du das ja eigentlich nicht mehr so unbedingt. Aber gut, ja, also die hat man als Möglichkeit oder man baut eben andere Tarnungen ein. Kostet 5000 Dublonen in-game, diese Typ 20 Lackierung. So, und dann kommen wir zu den Signalen. Was sind hier sinnvolle Signale? Fangen wir oben in der Reihe an. Meiner Meinung nach das erste Signal, was hier sehr sinnvoll ist, India X-Ray. Ganz klar, wir wollen die Brandwahrscheinlichkeit erhöhen um 0,5%. Ihr seid ja bei 113 mm, bis 160 mm gibt es 0,5 dazu. Darüber gibt es dann eben 1% dazu. Dann wollen wir, wenn die Torpedos treffen, natürlich auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass wir einen Wassereinbruch verursachen. Also nehmen wir hier Juliet Whiskey Una One. Und dann haben wir Victor Lima mit der nächsten 0,5%igen Steigerung bei der Brandwahrscheinlichkeit. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 9%. Dann solltet ihr einbauen. November Foxtrot, um das Verbrauchsmaterial schneller parat zu haben. Also sowas wie Schadensbegrenzungsteam, Hydroakustik, Reparaturmannschaft. So eine Sachen, wir profitieren davon. Dann, ihr seid eins der langsamsten Schiffe im Spiel, weil ihr keinen Motorboost habt. Also bei den DDs natürlich. Ne? Sierra Mike, dann kommt ihr zumindest auf 36,8 Kilometer. Ihr habt eine Reparaturmannschaft. India Delta, Pflichtflagge für diesen DD. 20% werden die Trefferpunkte quasi aufgewertet. Von daher unbedingt mit einbauen. India Delta. Ja, und dann haben wir hier noch zwei Signalflaggen übrig. Ich würde auf jeden Fall noch Juliet Charlie als Pflichtflagge sehen. Damit habt ihr das Risiko einer Magazindetonation ja, quasi auf Null gesetzt. Und ja, dann habt ihr noch eine Flagge, die ihr irgendwo einsetzen könnt. Vielleicht habt ihr die Flaggen auch gar nicht alle parat und wollt irgendwie leicht anders skillen. Das hier sind die sinnvollsten Flaggen für diesen Zerstörer. Alles andere ist ökonomisch, das müsst ihr dann selber wissen, was ihr denn da einbauen wollt. Ich lasse das hier mal standardmäßig aktiviert. Und dann, ja, bei den Flaggen gibt es nichts Besonderes, da baue ich jetzt einfach meine Hamburg-Flagge ein und fertig ist der Lack. So, und dann sind wir eigentlich schon fast durch an Signalen und Flaggen und Modulen und Verbesserungen, die ihr dann so einbauen könnt. Wir können uns ganz kurz nochmal die Verbesserungen jetzt angucken. Ja, ihr habt jetzt nämlich nicht mehr 70 Sekunden, sondern 66,5 Sekunden, bis der Nebelerzeuger parat ist. Ihr habt nicht mehr 120, sondern nur 114 Sekunden, bis Hydro parat ist. Und so setzt sich dann eben bei der Reparaturmannschaft auch weiter fort. Die habt ihr auch 4 Sekunden früher. Und genauso halt auch das Schadensbegrenzungsteam bei 38 Sekunden Ladezeit. So, und dann kommen wir kurz zum Kapitän noch. Und dann sind wir nämlich schon durch mit unserer Schiffsvorstellung. Da ist mein Jack Dunkirk, 18er Kapitän seines Zeichens. Und stolzer Kapitän des Schiffes, der Daring. Und den habe ich wie folgt geskillt. Ich möchte gerne wissen, wenn ich offen bin, wie viele Schiffe auf mich zielen. Deswegen habe ich vorrangig geskillt. Er operiert meistens aus dem Verdeckten. Von daher ist das Wichtigste, wenn ich offen bin, wer ich überhaupt beachtet von den Gegnern. Vorrangiges Ziel auf Slot 1. Dann auf Slot 2, ganz klar, der typische DD-Skill mit letzter Anstrengung. Ihr könnt weiter mit einem Malus das Ruder stellen oder auch eine gewisse, also weiter vorwärts fahren. Ja, und das ist eben ganz, ganz wichtig, wenn ihr dann doch mal getroffen werdet und einen Motorschaden habt. So, nächster Punkt auf Slot 3. Wenn ihr nur 10 Skillpunkte habt, dann müsst ihr da quasi diese Reihenfolge meiner Meinung nach beherzigen. Schießgrundausbildung, um eure Nachladezeit der Hauptgeschütze weiter zu reduzieren, nämlich hier nochmal um 10%. Und den Flakschaden, der wird gleichzeitig um 20% erhöht. Ihr werdet gleich sehen, dass der Flakschaden dann dementsprechend nochmal nach oben gegangen ist. Aber Schießgrundausbildung ist der nächste Slot auf der Dreierreihe und auf der Viererreihe. Dann ganz klar der Tarnungsmeister, 10% wird die Erkennbarkeit des Zerstörers nochmal reduziert, kommt dann damit auf 6 Kilometer. Dann habt ihr IFAE als nächsten Pflichtskill sozusagen, dass ihr überhaupt vernünftig Schaden macht. Ja?
ihr Durchschlagskraft der Sprenggranaten plus 30% und eure Brandwahrscheinlichkeit wird um 1% reduziert. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei 8%, ne, mit den Flaggen zusammen. Wir waren jetzt bei 9, wir sind jetzt wieder bei 8%. Dann empfehle ich als nächstes expandierte Überlebensfähigkeit, gerade um die 350 Punkte mal 10, ihr habt 10, ihr seid ein 10er Tier sozusagen, mal 10, 350 mal 10, 3500 Trefferpunkte, bekommt ihr dann gesteigert, habt dann einen deutlich erhöhten Wert und könnt somit auch in Kämpfen gegen andere DDs deutlich länger überleben. Und wenn ich hier meine 19 Skillpunkte fertig habe, werde ich hier wahrscheinlich Adrenalinrausch raufsetzen, um dann eine Nachladezeit im extremsten Fall, also kurz vor meinem Tod, habe ich eine Nachladezeit von 1,6 Sekunden dann in meinen Hauptgeschützen. Und ja, das wird ein absoluter Adrenalinrausch im wahrsten Sinne des Wortes. Und so wird meine Skillung aussehen auf diesem, ja, Zerstörer. Ihr könntet, wenn ihr doch anders gehen wollt, das vorrangige Ziel vielleicht weglassen und dafür präventive Maßnahmen einbauen. Ihr müsst auch nicht unbedingt die Schießgrundausbildung einbauen, wenn ihr nicht so schnell schießen wollt. Ihr könnt dafür auch zum Beispiel die Torpedobewaffnungskompetenz in Verbindung mit der Torpedobewaffnungsmodifikation 3 ist das, glaube ich, dann einbauen, könnt ihr nochmal die Ladezeit der Torpedowerfer weiter reduzieren. Ihr könnt hier auch den Inspekteur reinsetzen, damit ihr eben mehr Aufladungen habt bei der Reparaturmannschaft. Und ihr könnt hier in der Dreierreihe natürlich den Sprengmeister nehmen, um eure Brandwahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen. Was, wenn ihr IFAE nicht skillt, ja sicherlich sehr, sehr sinnvoll sein kann, weil ihr dann sehr schnell Brände legen könnt. Weil die Wahrscheinlichkeit habt ihr weiterhin, auch wenn ihr nicht penetriert. Ja? Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich groß dazu sagen kann und möchte. Wenn ihr weiter schießen wollt, ohne einen Dings zu benutzen, könnte die verbesserte Schießausbildung für euch noch interessant sein. Aber ja, also wie gesagt, ich denke 12,8 Kilometer ist eine sehr, sehr gute Reichweite. Und das ist eigentlich schon alles. Wir können uns jetzt hier nochmal die finalen Werte angucken. Mit meiner Skillung haben wir jetzt eine Flugabwehr von 47, also um 4 Punkte gesteigert. Und das ist es. Der britischer Zerstörer der Tierstufe 10. Jetzt haben wir hier schon wieder 26 Minuten gesprochen. Ganz kurz noch zu meinem Fazit. Also, Vorteil, hohe Brandwahrscheinlichkeit. Ihr habt schnellfeuernde Hauptgeschütze, die sich um 360 Grad drehen. Ihr habt einzelfeuernde Torpedowerfer. Das kann sehr, sehr sinnvoll sein, wenn ihr ein bestimmtes Ziel bekämpft und relativ nah dran seid. Ja, die Reichweite ist natürlich auch mit 12,8 Kilometer bei der Artillerie ein deutliches Plus. Langes Hydro, also die Stehdauer. Ihr seid lange vor feindlichen Torpedos sicher. Und ihr habt eine Reparaturmannschaft. Das sind meiner Meinung nach die Vorteile des Schiffes. Der Nachteil des Schiffes, es ist verhältnismäßig langsam im Vergleich zu anderen DDs, wo ihr keinen Motorboost habt. Und ihr habt meiner Meinung nach eine IFAE-Pflicht, also die Aufschlagsverzögerung oder die Zündverzögerung für ihren Sprenggranaten, weil ihr sonst ja vom Schaden nicht so viel mitnehmen könnt, der hier potenziell im Wasser rumschwimmt. Das ist für mich eigentlich eine der größten Probleme. Ihr habt im Verhältnis zu anderen Zerstörer eine relativ lange Nachladezeit bei den Torpedos. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man damit nehmen kann. Und ihr könntet noch einen Tick, also das ist so persönliche Geschmacksempfinden, noch einen Ticken wendiger sein. Ich persönlich finde es persönlich eigentlich ziemlich wendig genug, aber wenn man so rein die statistischen Werte nimmt, könntet ihr von der Ruderstellzeit vielleicht sogar noch einen Ticken besser sein. Mit 3 Sekunden wäre das Ding sicherlich nochmal deutlich angenehmer. Und dann kommen wir zu einem der Sachen, wo sich die Geister so ein bisschen scheiden, nämlich die Nebelwerfer. Den will ich weder als Pro noch als Contra einsetzen, weil man den einfach nur, ja, man muss ihn halt sinnvoll einsetzen. Ich benutze den Nebelwerfer immer ganz gerne, wenn ich in einem Gefecht bin und mich zurückziehen muss. Ich brauche Sichtschutz, ich muss schnell auf meine Entfernung wieder kommen, um nicht mehr entdeckt zu werden. Also eine Sachen, da nutze ich den Nebelwerfer richtig gerne für. Da ist die Nebelwand von 40 Sekunden in der Regel auch ausreichend für. Als Rückzugssicherheit sozusagen. Und ja, andere sagen jetzt wieder, okay, toll, der Nebelwerfer habt, den kann ich eigentlich gar nicht verwenden, weil in 40 Sekunden mache ich gar nicht vernünftig Schaden, kann ihn gar nicht vernünftig einsetzen. So unterscheiden sich die Geister. Ich persönlich finde ihn ganz angenehm. Und darum würde ich ihn eher auf Pro setzen, anstatt auf Contra. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ach, der ist so schlecht, den brauche ich gar nicht. Die setzen ihn auf Contra. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. In den letzten 28 Minuten sind das jetzt. Hoffentlich habt ihr Spaß mit dem DD. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Vorstellung fandet, ob sie für euch nützlich ist, was wir vielleicht vergessen haben zu thematisieren. Dann beantworten wir gerne die Fragen unter diesem Video. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem T10-DD, der World of Warships meiner Meinung nach bereichert und eine neue Facette mit ins Spiel bringt. Haben sie gut gemacht. Ist meine persönliche Empfinden. Ich danke, bis zum nächsten Mal. Euer Secret Team, euer Marara. Haut rein, ciao, ciao.
Sea Krauts.